Willkommen zurück bei The Raven. Hallo Mulenya. Hallo Mekondo. Und Spiel fortsetzen. So, wir wollen jetzt... Ich knacke das Schloss der Krankenstation. Das ist super, wenn er das jetzt automatisch macht. Also, eigentlich könnte doch... Es scheint unmöglich, dass Dr. Gebhardt die Baronin erschossen hat. Er war bei mir, als der Schuss gefallen ist. Aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus. Ja, okay, dann macht es doch Sinn, dass er ihn nicht direkt konfrontiert. Vielleicht. Ist ja schön, dass er das jetzt automatisch knackt. Ja. So, jetzt können wir uns wieder alles angucken. Mhm. Ein Tonbandgerät der Firma Saibling. Interessant. Die Spule in der Kabine der Baronin ist von derselben Firma. An dem Tonbandgerät wurde ein Mikrofon angeschlossen. Eventuell nimmt Dr. Gebhardt seine Untersuchungsergebnisse auf Band auf, um sie später abschreiben zu können. Das Gerät ist von eher einfacher Machart. Ein Gebrauchsgegenstand. Einfach, robust, praktisch. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ne? Anscheinend nicht. Oder auch nicht. Das Gerät ist... Wäre ja schlau, das da einzulegen erstmal. Ne? Ja, vielleicht später. Ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass erstmal irgendwas nicht geht. Ja. Und dann irgendwann doch. Ich schätze, dahinter steht der Mülleimer. So ist es. Papiertücher, Plastikverpackungen, Kartons und... Moment. Was sagt man dazu? Ein aufgeplatzter Gummihandschuh. Er wurde zugeknotet und überall auf der Innenseite befindet sich eine rote Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Aber ich gehe jede Wette ein, dass es sich um dasselbe falsche Blut handelt wie in der Kabine der Baronin. Mhm. Wo war der denn zugeknotet? Das weiß ich auch nicht. Dr. Gebhardt wird Probleme haben, zu erklären, wie ein Gummihandschuh, der mit Kunstblut gefüllt war, in seinen Mülleimer kommt. Nicht nur, dass er das falsche Blut in der Kabine und an der Leiche der Baronin nicht entdeckt hat. Jetzt auch noch das. Das sieht nicht gut für Sie aus, Herr Doktor. Für mich ist das Beweis genug, dass der Doktor in die Sache verstrickt ist. Ich sollte Legrand davon berichten. Okay, dann solltest du den Handschuh vielleicht mitnehmen. Ja. Denn diese Sachen haben immer die Affinität zu verschwinden, wenn man irgendwas behauptet. Das Waschbecken sieht aus, als sei es vor kurzem gründlich gereinigt worden. Ob damit nur den Hygienevorschriften Genüge geleistet werden sollte oder es einen anderen Grund hatte, kann ich nicht sagen. Also da finden wir dann wohl nichts. Nee, du hast die Baronin noch überhaupt nicht angeguckt. Nee, noch nicht. Ich wollte erstmal die anderen Sachen hier machen. Okay. Interessant. Ein Tonband auf einer Spule. Die Spule gehört zu einem viel besseren Gerät. Eher zu so einem wie in der Kabine der Baronin. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Spule die fehlende Spule aus der Kabine der Baronin ist. Aber ich halte es für recht wahrscheinlich. Ja, okay. Sollten wir die vielleicht mitnehmen? In Ordnung. Nichts. Seltsam. Da. Sehr interessant. Auf dem Tonband ist ein Schuss zu hören. Und die Spule stammt aus der Kabine der Baronin. Da ergibt sich ein Bild. So langsam? Naja, klar, also ein Schuss, der so gedämpft worden ist durch ein Kissen oder was auch immer, wäre ja gar nicht so weit zu hören gewesen. So, können wir hier gucken? Nee, bei der Baronin können wir gar nichts gucken. Ach, Rollstuhl. Der ist wahrscheinlich für Notfälle, wenn ein Gast stürzt und nicht mehr laufen kann. Grund dafür könnten die Bewegungen des Schiffes sein oder die gut gefüllte Bar des Kapitäns. Tja, das kann man wohl sagen. Okay, haben wir hier noch was an Lupen?
irgendwas gesehen? Nur die Tür. Ja, dann haben wir wohl erstmal alles. Ist ja interessant, dass er diese ganzen Beweismittel alle da lässt. Oder haben wir den Handschuh eingesteckt? Nee. Auf zu Le Grand. Jawohl. Nein! Ich... Das war Kapitel 1. Rätselhilfe genutzt. Es gibt eine Rätselhilfe? Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall Kapitel 1. Na gut. Netter Effekt. Warum konnten Sie es nicht sein lassen? Warum machen Sie mich los? Warum tun Sie mir das an? Sie und die Baronin! Dr. Gebhardt, ich weiß nicht. War Ihnen nicht klar, wozu Sie mich damit zwingen? Sie müssen nicht. Es ist gleich vorbei. Sie werden nichts spüren. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Ich hätte mehr Chloroform nehmen sollen. Okay. Jetzt müssen wir uns wohl irgendwie befreien. Ja. Okay, wir sollten vielleicht erstmal sehen, dass wir die Gurte irgendwie loskriegen. Das geht nicht. Vielleicht öfter? Ist die irgendwie nachgeben? Nee. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt können wir wahrscheinlich ein bisschen vorrutschen, ja, ne? Mach mal ordentlich Krach. Die kann man doch gebrauchen. Dann wäre ich soweit. Nun hören Sie schon auf, Herr Zellner. Sie haben es bald hinter sich. Das ist jetzt, waren wir nicht schnell genug, oder was? Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Anscheinend. Okay. Okay, ja. Dann mal los. Eine Schere. Er labert nicht so lang. Ja, nimm das Ding. Dann wäre ich soweit. Dr. Gebhardt stechen damit. Ja, aber. Auf, Herr Zellner. Aber, kannst jetzt gerade nichts machen, ne? Nein, weil du hast ja immer diese Video-Ansicht hier an dem. Okay, dann ist die Schere nicht das Richtige. Ja, ist ja gut. Nichtsdestotrotz klappen wir die mal hoch, damit wir beweglicher sind. Vielleicht sollten wir mal eben gucken. Können wir überhaupt schauen? Die Flasche. Ja, Chloroform. Chloroform. Noch halb betäubt. Unerreichbar. Okay, wir müssen die Schere nehmen. Die Schüssel ist noch. Die Schüssel? Ja, das ist ja die Schere. Nee, Schale steht da. Ja, aber das ist ja, der sagt dann ja, ah, eine Schere. Ach so. Eine Schere. Und dann kommt er jetzt ja schon, ne? Ich nehme die und wenn so schnell... Sobald man die nimmt... Vielleicht solltest du die nicht nehmen. Ja. Sondern, Gott, schon dreimal getötet. Ew. Okay. Also, da kommen wir nicht ran. Da weiß er, dass das Chloroform ist. Sonst haben wir hier nur die Gurte lösen.
Okay, wir klappen erst die Fußstützen hoch. Und jetzt versuche ich nochmal die Gurte zu lösen. Was aber so gar nichts bringt. Nee. Und ansonsten haben wir nur das. Wir können ihn nochmal... Ach, wir können mit ihm reden, guck mal. Ah. Muss ihn ablenken. Okay. Chloroform. Ich hatte es in meiner Tasche. Für alle Fälle. Sie sollten das hier nicht mitbekommen. Ich bin kein Unmensch, wissen Sie? Ich habe nichts gegen Sie. Überhaupt nichts. Aber was soll ich sonst tun? Sie zwingen mich dazu. Es ist Ihre Schuld. Nur Ihre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, was ich sonst tun soll. Ja. Yeah. Jetzt können wir wieder nur die Schale angucken. Okay. Und dann sind wir wieder tot. Mach mal Lupen. Schale, Chloroform, ja. Verdammt. Chloroform. Noch halb betäubt. Also wir müssen jetzt an die Schale. Ja, aber dann... Nee, mach nochmal das Chloroform, bitte. Unerreichbar. Ah. Arme sind festgenotet. Treten. Unerreichbar. Sobald ich die durchsuche... Ja, haben wir die Schere. Aber letztendlich müssen irgendwas wir müssen die wir ja haben, machen, ne? Ja. Ja. Unerreichbar. Tja, wir müssen wohl gucken, ne? Ja. Jetzt haben wir mit ihm gesprochen, wir haben also ja. Ein bisschen was anders gemacht. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal mit ihm reden? Ja. Hä? Ja, versuch mal. Was haben Sie? Herr Zellner, was machen Sie denn da hinten? Ja, das ist ja auch egal. Ich wäre dann soweit. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Mhm. Tut mir leid, dass ich... Lass mal die Fußstützen oben. Und guck mal das Chloroform an. Chloroform. Noch halb betäubt. Unerreichbar. Mhm. Arme sind festgenotet. Nochmal? Unerreichbar. Ach, Manu. Warum kann der da nicht einfach untertreten und den ganzen Scheiß umkippen? Was hilft das denn? Kippt das Zeug um? Weiß ich nicht. Also Chloroform bringt uns anscheinend nicht weiter. Ja, das dürfen wir noch nicht angucken. Die Schale mit der Schere bringt uns auch nicht weiter.
Das Einzige, was wir machen könnten, ist die jetzt einmal angucken. Ja. Noch nicht zu nehmen und dann wieder mit ihm sprechen, ob er dann wieder sagt, ja, ich wäre dann soweit. Ja. Wir versuchen das mal. Ja. Irgendwas müssen wir ja machen, ne? Ach so, wir können ja gar nicht hin. Ja. Eine Schere. Was haben Sie? Ich wäre dann soweit, okay. Also da weiß ich jetzt auch gerade nicht weiter. Okay, mach noch mal bitte die Lupen an. Er wird nicht mehr lange brauchen. Bitte, was soll? Mach mal Lupen an. Wir haben nur diese Möglichkeiten. Die Frage ist nur, in was für einer Reihenfolge sollen Kommst wir das Kommst du ans Inventar? Ne, ich hab nichts leer. Also, wir haben mit ihm gesprochen. Vielleicht muss man auch immer sprechen, eine Sache machen. Sprechen, eine Sache machen. Ja, vielleicht. Versuch das mal. Weiter reden. Chloroform. Siehst du, jetzt kann ich im Moment zum Beispiel so gar nichts machen. Ich habe es in meiner Tasche. Sonst wäre das vielleicht eine Möglichkeit, während er redet. Aber das geht auch nicht. Ich habe nichts. Es ist... So, dass man jetzt vielleicht hochklappt. Ja. Und dann nochmal mit ihm redet. Weiter. Warum? Naja, wir müssen das ja nicht jedes Mal neu anhören. Ja, dann dahin. Eine Schere. Und dann mit ihm reden wieder. Was haben Sie? Ist vorbei. Herr Zellner. Ja, wenn wir die Schere nehmen, dann kommt er ja auch. Ja, ja. Ist völlig egal, was wir machen. Also habe ich jetzt gerade zumindest das Gefühl. Ich weiß keine andere Reihenfolge jetzt. Okay. Klapp mal hoch. Rutsch mal vor. Also angucken. Ja. Eine Schere. Und jetzt guck deine Fesseln an. Nochmal? Nee. Verdammt. Chloroform. Noch halb. Ja, ja. Unerreichbar. So, und sobald wir jetzt irgendwas entweder ihn ansprechen ja, dann oder die los, Schere ja. nehmen, sind wir hin. Irgendwas übersehen wir. Also wir haben Gepard, die Tür, Chloroform, Schere, Fesseln. Mehr taucht da nicht auf, ne? Nein. Das ist ja echt merkwürdig. Ich bin überfragt. Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, wir beenden den Part und schauen mal, ob wir da eine Lösung finden, wo wir einfach reingucken können und dann müssen wir das halt über eine Lösung regeln. Obwohl, es gibt auch die Rätselhilfe, oder? Frage ist nur, wo? Ja, da nicht. Geh nochmal zurück. Vielleicht kann man hier irgendwo... Nee. Ich dachte, dass man irgendwo einsehen kann, wo diese Hilfe ist. Frage ist ja, was ist das für eine Rätselhilfe? Oder vielleicht im Notizbuch? Geheimnis. Spuren. Dr. Gepard hat mich gefesselt. Ich muss schnell handeln. Hinweis. Vielleicht hilft es, wenn ich Zeit schinde. Ja gut, dann müssen wir nochmal mit ihm reden.
Boah, aber das hat jetzt aber ordentlich Punkte gekostet. Ja, macht nichts. Das war's. So, und da wir ja immer dieses Zeichen haben... Ja, kannst du nichts machen. Kann ich nichts anderes machen, ne? Das ist schon klar. Gut, dann lass uns doch den Part beenden und wir schauen in eine Lösung und gucken, dass wir vorankommen, weil sonst haben wir 20 Parts mit, wir kommen nicht weiter. Ganz genau. So, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao, ciao.